So. Hi. Schalle mit der Offenbarung jetzt im Verkaufsautomaten-Interface erhältlich. Ich begrüße und beglückwünsche Sie, Sir, und mein allerherzlichstes Willkommen im Becken. Ich bin Ihr elektronischer Kammerdiener und Zentraleinheit dieses Haushalts. Hört sich nett an. Womit kann ich dienen, Sir? Bist du eine Art künstliche Intelligenz? Bedauerlicherweise nicht, Sir. Die Module dieser Behausung sind synthetische Persönlichkeiten, basierend auf einem nicht intelligenten Betriebssystem. Oh, was heißt das denn? Außerdem, warum bist du so viel leiser als die anderen? Die anderen haben geschrien. Du meinst, es gibt noch mehr Persönlichkeitsmodule? In der Tat, Sir. Obwohl ich Sie bedauerlicherweise darüber in Kenntnis setzen muss, dass die meisten davon seit Jahren abgeschaltet sind. Und wenn mir der Hinweis gestattet ist, Sir, stehen Sie ohne diese Gerätschaften besser da. Warum? Sollten Sir jedoch auf Ihre Dienste zurückgreifen wollen, müssten sich irgendwo Sicherheitskopien der Persönlichkeitsdisketten auffinden lassen. Das heißt, jedes Gerät hat eine Persönlichkeit und redet so? Warum? Will man das? Man steht auf, geht zum Kühlschrank und der Kühlschrank ist sassy. Oh, willst du wirklich das essen? Oh, das kann sogar helfen. Hast du nicht ein bisschen zu viel gegessen heute? Hm? Weißt du, oder der Fernseher. Und dann, ach, mal wieder faul vom Fernseher sitzen, hä? Weiß nicht, will man das? Wenigstens braucht man dann keine Freunde mehr und keine Feinde mehr. Warum? Also kann ich auf ihre Funktionen zugreifen, ohne die Persönlichkeits-Holotapes zu laden? Warum gibt es so viele Persönlichkeitsmodule? Warum? Die übrigen Module sind etwas launisch, Sir. Really? Ihre Matrizen basieren auf fehlerhafter Logik und haben die Jahre nicht gut überstanden. Bin ich ja mal gespannt. Warum gibt es so viele Persönlichkeitsmodule? Wie man mir zu verstehen gab, Sir, war diese Anlage einst im Besitz eines gewissen Dr. Möbius. Er fertigte die Persönlichkeitsmodule als Teil einer Reihe von Experimenten zum Thema Mensch-Maschine-Interface. Ah. Den Grund für seine ungewöhnliche Auswahl an Geräten für jene Module vermag ich nicht zu benennen. Experimente wieder. Also kann ich auf ihre Funktion zugreifen? Bedauerlicherweise befinden sich die Hauptbetriebssysteme ebenfalls auf den Persönlichkeitsbändern. Sollten mich Sir nach der Installation bitten wollen, ihre Sprachinterfaces abzuschalten, würde ich dem mit dem größten Vergnügen nachkommen. Um auf Ihre Funktionen zugreifen zu können, Sir, ist es dennoch vonnöten, ein Backup-Holoband ausfindig zu machen. Okay. Egal, ich muss was anderes fragen. Welche Dienste bietest du? Neben meiner Aufgabe, die Personenmatrizen der anderen Gerätschaften zu verwalten, diene ich des Weiteren als Proviantmeister, Sir. Benötigte Güter können, Sir, über mein Handelsinterface erwerben, woraufhin die unverzügliche Lieferung selbiger durch winzigste Roboter erfolgt. Meine Ausrüstung muss repariert werden. Das Sir nervt mich. Ich würde gern ein paar Dinge kaufen. Sehr wohl, Sir. Wenn ich einen Tafelwein empfehlen durfte, der 64er Atom Claret ist ein ganz vorzüglicher Jahrgang. 14.000! Yay! Okay, ich guck mal, was ich verkaufen kann und mach. Ich habe nämlich einfach alles aufgesammelt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Seht ihr? Charon sieht ein bisschen dumm aus, oder? Das liegt daran, dass er dumm ist. Denn wir haben eine lobotomisierten Brille, minus 2 Intelligenz. Und dann haben wir ja Dr. Möbius Brille, plus 2 Intelligenz. Das heißt, wir können die verrückten Wissenschaftler-Sachen wegpacken. Und wir haben Wissenschaftler-OP für Wissenschaftspunkt und Intelligenz 1. Aber durch die Brille ist er jetzt einfach mal 10 intelligent. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja. Passt überhaupt nicht. Macht ihn sehr alt. Charon, es tut mir echt leid. Du siehst aus, als ob du irgendwie deinen Job als Professor oder Lehrer hinschmeißen möchtest. Was ich sehr gut verstehen kann. Wir können auf 9 Intelligenz jetzt kommen. Das heißt, wir brauchen das jetzt nicht unbedingt mehr. Jetzt ist die Frage, ob wir wieder auf Glück gehen oder sowas. Oder einfach nur, ne, die bessere. Wir haben auf jeden Fall einiges. Und Sprengstoff plus 10. Nice. Wir können Wissenschaft plus 10 und Medizin plus 10. Ist auf jeden Fall besser. So ein Kittel. Und dann tun wir das andere weg. Ich habe schon ein paar Sachen weggeräumt. Trotzdem haben wir noch 158, was mich ein bisschen wundert. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit Waffen bekommen. Die wir natürlich ausprobieren wollen. Keine Sorge. So, ich glaube, das können wir nicht. Das ist natürlich blöd. Aber wir behalten einfach mal das hier und nehmen den Anhängerkittel und... Guck mal. Jetzt sehen wir aus wie Arcade. Das will ich nicht unbedingt. Und dann tun wir hier die Klamotten mal weg. Wie
weiß nicht, ob wir die beiden noch brauchen, aber Wahrnehmung plus wäre jetzt eigentlich gar nicht so blöd, aber brauchen wir auch nicht. Nein, komm, weg damit. Die Brille, ich weiß nicht, warum wir die haben. Brauchen wir Intelligenz minus, damit wir halt nicht erkannt werden? Ich nehme es mal mit, vorsichtshalber. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird vielleicht noch was draus, aber ich weiß es nicht. Gut. Wir können den Safe öffnen. Ja, ich hoffe, bei einer Ansage. Ich habe den Safe jetzt gar nicht benutzt. Ich habe das jetzt. Ich habe mein Zeug hier jetzt reingetan, weil es direkt daneben neben der Werkbank ist. Naja, aktivieren die Kochplatte. Ah, können wir schön kochen, hätten wir das. Ein Wüstensalat. Nice. Wüstensalat auf der Kochplatte. Wer kennt's nicht? Mal schauen. Vielleicht brauchen wir was. Wir werden es einfach aufbewahren. Ne? Jetzt sind wir hier schön mit Laborkittel. Womit kann ich dienen, Sir? Meine Ausrüstung muss repariert werden. Sehr wohl, Sir. 100 auch noch. 3000 für diesen Cyberhund. What the fuck? Boah! Damn! Nee, mach ich alles selbst. Ist alles viel zu teuer. Ah ja, man kann den Schallemitter nochmal kaufen. Entweder wir haben irgendwie was gut gemacht und haben den umsonst bekommen. Ich weiß es aber nicht. Ja, die machen wir natürlich auch. Reparieren wir auch für später, ne? Geben wir dann irgendwie Arcade oder sowas. Hier, eine Brille für dich. Und der... So. Gut, speichern wir. Da kam jetzt nichts mehr weiter draus. Das heißt, wir gehen jetzt los mit dem Kittel. Erstmal hier. Und dann können wir sagen, ja, guck mal, wir sind Menschen mit dem Kittel. Ist das nicht toll? Aber ich gehe noch ganz kurz nochmal ihm Hallo sagen. Vertrauen Sie mir, ich besorge die Technologien, okay? Okay. Ich wollte ihn einfach nochmal mit ihm sprechen. Scheinbar hat es ja auch was gebracht. Und jetzt müssen wir raus. Wartet. Also die Aufgabe habe ich gemacht. Aber wie kommen wir jetzt? Wir müssen jetzt raus. Ah, jetzt haben sie hier was aufgemacht. Okay, los geht's. Woo, ich bin gespannt, was uns erwartet. Sie haben den anderen jetzt freigemacht. Damn, die Denkfabrik. Entdeckung, ja. Ich war da drin. Nice, jetzt können wir auch zoomen wieder. Hör ich Musik? Oh, im Hintergrund Musik. Warum nicht? Gibt vielleicht schön. Sie werden dem Blicken meines Horoskorpions nicht entkommen. Genauso wenig wie seinen Zahn. Okay, ich wollte nur ein bisschen Radio hören und habe mich darüber gedacht, ob es Copyright gibt, aber du machst es gleich wieder so. Ah nee, wir wollten ja das andere angucken. Also, erstmal die hier. Hat er gerade gerochen? Das war creepy. Also, wir haben das hier. Der ist nicht so stark. Seine Ohren wackeln. Die haben da wirklich einen Hund reingemacht. Da ist ein Hirn vom Hund drin. Wieso gibt es in dem Spiel so viele Hundehirne? Können wir nicht das Hirn mitnehmen für Rex? Wow. What the fuck? Da hinten läuft einer. Da ist ein Lobotomit. Warum? Warum trifft diese Waffe so scheiße? Oh mein Gott. Hat er kein Hirn mehr? Das war jetzt richtig schlimm. Oh nein, es tut mir so leid. Das war einer von denen, die hier schon mal waren. Okay, die Waffe sackt. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Da hinten ist noch einer. Wir probieren es mal. Nope. Okay, der Schall mit der Offenbarung ist ja nur gegen Roboter. Jetzt fängt der richtig scheiße an hier, ne? Oh.
Und weg fliegt er. Damn. Das tut mir so leid. Das ist doch wie Zombies, oder? Die können doch nichts dafür. Bam. Oh, guck. Was hat der denn da? Oh nein, das tut mir so leid. Eine Maschinenpistole? Okay, ich nehm's an. Was ist das jetzt schon wieder? Oh mein Gott! Man erwartet irgendwie Roboter-Dinger, aber nein, es sind dann ganz andere Gegner. Okay, wie habt ihr überhaupt überlebt hier draußen? Fangen wir einfach mal an. Der Lobotomit hat Patronen, nice. Ein Finanzklemmbrett, warum auch immer. Was ist das hier? Eine Maske, ist das widerlich. Die nehmen wir natürlich sofort mit. An, meine ich. Lobotomisierten Overall, Stärke plus 1. 10. Nee, 10. Ist mir zu heftig. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Da sind Arschlöcher da drin. Wie viel haben die denn hier rüber ge... Die müssen ja richtig viele hergelockt haben. Saturnit-Faust. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Saturnit-Faust. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Es ist unheimlich hier. Und ich mag auch die Gehirne nicht. Was sie getan haben, ist scheiße. Aber hier ist Gras. Das ist interessant. Das Erste, was kommt, wir werden angegriffen von irgendwelchen hirnlosen Typen. Oh Mann. Okay. Gucken wir uns einmal die Kisten an. Nuka-Cola, nein. 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 So. Das war's. Ich habe das Gefühl, ich laufe langsamer. Da kamen die aber sofort an, ne? X-12 ist bis auf weiteres geschlossen. Des Weiteren möge sich der für die Schließung Verantwortliche bitte in der Kuppel melden. Wer ist geschlossen? 12? Achso, ich bin immer noch versteckt. Toxic. Nicht wirklich. Eine Truhe mit sehr viel schönen Sachen. Ah ja, ich habe man konnte was kaufen und ich wusste nicht, was es ist. Ich habe es einfach mal gekauft. Das war so ein Extra und dachte, ich habe ihn noch nie gehört. Vielleicht ist das ja für das DLC. Und plötzlich habe ich ganz viel, wie heißt es? Hüllen bekommen zum Selbstmachen von Patronen. Finde ich eine gute Idee. Wurde mir überhaupt nicht erklärt. Ist einfach dann irgendwie 50 Stunden lang habe ich dann neue Sachen bekommen. War sehr seltsam. Apropos, ich glaube, ich werde den Kittel mal umwandeln, weil ich wurde doch ziemlich doll getroffen. Was ist hier? Wie kriegen die eigentlich Energie? Haben sie hier ein Atomkraftwerk oder so? Was ist das? X12. Kann ich hier irgendwo rein? Ah! Die sind ganz schön schwer. Okay. Dann müssen wir mal O-Baby holen hier, ne? Bium! Das ist jetzt ein schönes Action-Ding. Trauma-Bewältigungs-Harnisch. Okay, ich habe mich nur verdrückt. Was ist denn das jetzt? Multiplas-Gewehr. Nee, konnte ich glaube ich nicht mit reinmachen. Trauma-Bewältigungs-Harnisch. Ich nehme es mal mit. Oh mein Gott, what the fuck? Warte. Das ist ein Toter. What the fuck geht hier ab? Und warum sind die so stark? Okay. Die sind sehr stark. Ich muss auf meine Stärke gehen und mal gucken, wie wir das schaffen. Es ist nur, eine Schrotflinte, ganz kaputt. Warte mal. Traumabewältigung kommen diese Harnische
und dann laufen sie weiter, wie Zombies also. Das ist super widerlich. Das ist super widerlich. Okay, jetzt lasst mich da mal hin. Da ist nämlich ein Eingang, ich sehe das schon. Ich weiß nicht, woher ihr kommt, aber ihr nervt. Dankeschön. Forschungszentrum. X12. Da hinten sind Gegner. Kommt ihr zu mir? Oh, da ist ein Hundi! Oh, oh! Aua. Oh, ich wurde richtig toll getroffen. Ja, kommt hoch. Aua, au. Ah, verstehe, sie können was. Ein Polizei-Cyberhund. Aber da ist noch ein Hund drin. Ich mag die überhaupt nicht. Ich will die alle hier wegbomben. Meine Aggression erhöht sich linear. Ja, das stimmt. Zum Glück habe ich meinen tollen Hammer. Zum Glück habe ich meinen tollen Hammer. Das ist sehr, sehr seltsam gerade, was hier abgeht. Wir nehmen mal die Sunset-Dinger und werden sie... Oh, aua, 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 aua. Schön trinken. Weil wir haben da ja auch Verbesserung. Nicht ein Perk, aber Überleben, ne? Okay, es gibt also jetzt Rex-Hunde, gemacht wahrscheinlich von Boris oder so. Ich hasse alle. Ich hasse die alle. Die armen Hunde, die armen Menschen. Wurden die hergeholt und dann Experimente gemacht? Leere Flaschen. Und dann gibt es auch noch Menschen, scheinbar, die hierher gekommen sind und jetzt irgendwas übernommen haben. Also, ganz anders, als ich erwartet habe. Was uns draußen, also was uns draußen jetzt hier, was vorliegt. Oh, okay, da unten auf jeden Fall ist was. Muss ich das abschalten? Wahrscheinlich, ne? Ist das das Energiefeld, wo ich nicht durch kann, was sie gesagt haben? Hat ja genug Geld. Ein bisschen können wir verkaufen. Big Mountain Forschungsnetzwerk. Unterstützungsanforderungen. Wir hatten keine Probleme mit einem. Wir hatten kleine Probleme mit einer unseren Y17 Traumaharnischen. Leider erstickte ein Mitglied des X12-Forschungsteams spät gestern Nacht bei der Arbeit an einem Wildkürbissamen. An einem Wildkürbissamen, upsi. Aus irgendeinem Grund schaltet sich sein Traumaharnisch nicht ab. Tatsächlich hatte er eine Fehlfunktion, die dazu führte, dass der verstorbene Mr. Harris andere Mitarbeiter angreift. Hast du irgendwelche Prototypen, die du uns leihen könntest, um das zu beenden? Barb. Ich schicke die K9000 Cyberhund-Pistole rüber. Das sollte reichen. Lass mich wissen, wenn es irgendwelche Fragen zur Bedienung gibt. Adam. Nein, die ist super scheiße, die Pistole. Kack drauf. Version. Wir hatten einen weiteren unglücklichen Zwischenfall. Bei dem Versuch, Mr. Harris Traumaharnisch zu zerstören, rutschte das Mitglied des Katastrophenkontrollteams, das die Waffe trug, aus und verlor dabei die Waffe. Unbewaffnet musste das Team fliehen und das Labor versiegeln. Leider ist ein Cyberhund-Pistolen-Prototyp im X12 mitversiegelt worden. Warte mal. Das heißt, ich kann die Versiegelung nicht durchgehen jetzt, oder was? Oh, ich kann rübergehen. Interesting. Da unten ist also Harris. Ja, draußen ist aber auch ein Harnisch. Also Harris ist nicht der Einzige. Kommen wir also später hin. Okay. Die sind so schwer. Level 15, mein Arsch. Also erstmal will ich ja... Wollen wir... eigentlich wollte ich ja zu 8. Zum Higgs. Das heißt, wir gehen jetzt Süden. Was soll's. Ich will Dr. 8 helfen. Leute, ich musste gerade kurz darüber nachdenken. Selbstreflektiert, warum ich mich so aufgeregt habe. Und dann konnte ich mich nicht konzentrieren. Erstens, das Spiel ist auf jeden Fall... Das, wie gesagt, Fallout 3 war ganz anders. Die Mitstreiter machen es zu einfach vielleicht ein bisschen, weil jetzt muss ich mich wieder voll auf mich selbst konzentrieren und aufpassen und so, was auch gut ist. Ja, bin mal gespannt, wie es mit dem DLC wird. War mal wie bei dem anderen, wo man, da hatte man aber auch immer jemanden dabei. Mal schauen, wie, ob man hier jemanden bekommen kann und ob ich den nehmen soll. Und zweitens,
ich reg mich auf. Das ist, dass ich denken kann. Sind Leute so, oh, Zombies, lol, lol, ich schieße die Zombies weg, lol, lol. Und ich habe das nie verstanden, weil ich mir immer gedacht habe, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, das sind Menschen. Diese armen Menschen hatten einfach nur Pech. Und wir schießen die weg. Und es tut mir immer voll leid. Und jetzt hier auch. Das sind unschuldige Menschen, an denen Versuche gemacht wurden. Und das tut mir einfach nur leid. Naja, kann man nicht ändern. Wir können es vielleicht beenden. Hoffentlich. Weil wenn die wirklich jetzt alle hergebeamt wurden und dann das Hirn verloren haben und dann wurden sie in irgendeiner... Okay. Ich brauche eine Shotgun und dann... Oh mein Gott. Wieso hat der einen Schutz? Guck mal, die haben... Hui! Das war ein toller Flug. Wieso haben die... Ich glaube, wir müssen mal auf eine altbewährte andere Waffe gehen. Wieso haben die Rüstungsschutz? Die haben doch nur einen Kittel an. Weil sie auch wie wir geschützt sind? Das könnte natürlich sein. Wow. Wo hast du den Revolver her? Maske und Brille. Maske und Brille. Intelligenz minus 2. What the fuck ist hier los? Haben sie dir die Augen rausgenommen? Oder war das Möbius? Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Probieren wir es mal. Hui. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Yay. Na, mal gucken, was uns das noch alles... Was uns noch erwartet, ne? Ich bin so ein bisschen geschockt, muss ich zugeben. Ich dachte, da kommen jetzt einfach so Roboter und dann müssen wir aufpassen und die Roboter weghauen. Dann hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Roboter haben keine Gefühle. Es sei denn, sie haben Hirne halt. Also Rex ist ja Halbroboter. Und wir sind jetzt auch Halbroboter. Alles gut. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Aschebecher. So. Tasse. Warum eine Tasse hier drin? Ist das wirklich das Wichtigste? Okay, wir müssen da hinten hin. Oh oh. Oh Mann. Das ist nicht stark genug. Das ist nicht stark genug. Wir müssen mal gucken. Das Problem ist, es ist stark genug, wenn wir nah rankommen. Wir kommen nicht nah ran so. Wir könnten sie ranlassen. Das probieren wir mal. Aua, aua. So, puh, ist ja voll schwer hier. Ich muss mich irgendwie ranschleichen. Und... Das sind so viele. Dann machen wir das anders. Sie können ja nicht mehr, ne, Annabelle... So, Annabelle hilft mal ein bisschen hier. Oh. Ah. Okay, 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 wisst ihr was. Dann gehen wir jetzt wieder auf was anderes. Entweder die Kettensäge, weil die geht da wenigstens durch. Aber ich glaube, ein O-Baby auch. Also, jetzt machen wir das so. So. Na, komm her, komm her, komm her. So, und der Kopf ist weg. Und der Kopf ist weg. Und dann heilen wir uns zweimal. Benutzen sie Stimpacks. Vollkommen egal. Puh. Das ist super schwer.
Haben wir die Maske, wieder können wir reparieren. Warum nicht? Und eine Tasse. Die Tassen sind ihnen sehr wichtig, den Leuten, ne? Aber die laufen ganz normal rum, wie alle anderen auch. Wir nehmen euch die Maske ab. Einfach nur, damit ihr wieder ein bisschen menschlich wirkt. Das tut mir so leid. Sonst. Ja. Was hilft gegen die, ist jetzt die Frage. Die Raketen haben nicht wirklich was gemacht. Naja, dann müssen wir halt ein bisschen einkaufen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen reparieren. Wir machen das. Wir schaffen das. So, und einen Pümpel hat der. Warum hat der Pümpel jetzt? Wir schaffen das, Leute. Nahkampf, ein bisschen vielleicht stealthen. Ich glaube, ich bin nicht gut genug ausgerüstet für die ganze Sache. Oh mein Gott. Aber wir müssen halt anders rangehen. Genau. Oh mein Gott. Du auch hier? Du hast ja auch einen Hammer. Oh mein Gott. Boom. Mein Hammer. Schön runtergeguckt. Haben wir noch ein bisschen... Und dann ist... Er ist gestorben, weil er dagegen geflogen ist. Wie cool ist das denn? Fallout. Das wusste ich auch nicht. Wir kriegen so viel Erfahrung. Sollten wir wirklich schon hier rein? Oh, war das cool. Der ist hier gegen geflogen. Das war ja nice. Okay. Wir schaffen das irgendwie. Das war doch mal auch was. Mein Hammer, habe ich mir nur gedacht. Dann können wir nämlich hier gleich mit dem Superhammer reparieren. Ja, okay, muss noch nicht sein. Aber es wird langsam ein Problem. Die Faust reparieren wir. Wir haben noch keinen Roboter gefunden, ne? Wir können den ja gleich mal, wenn nur Roboter auf uns zukommen. Zum Beispiel die Hunde oder sowas. Probieren wir das hier mal. Was haben wir denn noch aufgesammelt? Ah, Multiplas-Gewehr. Stimmt, wir wollten das hier heil machen. Oh, können wir? Mit dem Multiplas-Gewehr. Yay! Ich meine, brauchen wir das Multiplas-Gewehr? Das ist ziemlich schlecht, oder? Ja. Dann machen wir den hier heil. Yay! Pupsi, Lupsi, 462. Ich liebe ihn. Ich find's so toll. Nur, ich weiß noch nicht, was. Sie sagen, wir sollen diesen Cyberhund-Pistole benutzen, aber die sie gefunden haben, obwohl sie eigentlich eingesperrt werden sollte. Ich weiß nicht, ich bin da sehr verwirrt. Der ist halt echt schlecht. Der kommt weg. Der kommt in meinen Raum und dann war's das. Wir haben eine Jagdschrotflinte, aber dann können wir da bestimmt die Polizeischrotflinte heil machen, oder? Nein. Warum nicht? Mal schauen. Macht das Sinn? Warum können wir nicht eine Schrotflinte mit einer Schrotflinte heil machen? Wir können Bilder machen. Selbst wenn sie unser Gehirn... Warte mal. Da wird Angelo sich freuen. Warte. So, selbst wenn jetzt, wenn unser Gehirn gelöscht wird, kann Angelo dann diese Bilder angucken und sagen, oh mein Gott, warte mal, was ist das denn? Maschinenpistole reparieren? Oh, wir haben sehr viele Revolver. Ja, mach. Ah, Gegenstand wählen. Können wir, achso, den machen wir. Okay, schon gut. Machen wir nur fürs Geld. Wie so viel ist im Leben. okay. Wird schon. Und bei der Brille hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht das Falsche. Die Maske. Labortisierte Maske. 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 Wow. Die ist so hässlich und so eklig. Ich meine, das gibt Minus, aber das gibt nicht Minus. Ist auch nicht so toll, ne? Kann das auch mal weg. Was soll's? Brauchen wir nicht. Okay. Nein! Oh, ich brauche unbedingt Klamotten. Die Graham ist kaputt. Ich meine, hat immer noch ein 8. Aber... Oh, wie scheiße. Die haben mich richtig zusammengehauen. Machen wir doch Salz in der Wunde hier. Die Brille kommt erstmal weg.
Oh, shit. Wir brauchen unbedingt Klamotten. Die Frage ist jetzt... habe ich nichts auf 3? Huch! Warte mal. Ja. Ach so, natürlich, weil es eine neue Waffe ist. Schon gut. Ich war jetzt verwirrt. Wir haben ja, oh, Baby jetzt. Da war ja was. So, ganz wichtig.